Das sieht übel aus. Meinst du, die Leute darin werden es überstehen? Das können wir nur hoffen. Einen Moment, ich muss mal den Hund da kurz verteidigen. Hallo Hundi. Na? Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Sei gefälligst dankbar, du Köter. Hey, jetzt sei mal nicht so zu ihm. Seid gefälligst dankbar, eure Durchnahme. Hey, wir kriegen 630 Geld. Noch gemeiner. So. Ich hasse es, hier nachts allein rumzulaufen. Es ist unheimlich. Ich muss durch das Kaufhaus, um nach Hause zu kommen. Aber der Tapper kommt, wenn man hier nachts allein durchläuft. Der Tapper? Eine unsichtbare Kreatur, die Fußabdrücke hinterlässt. Und bei jedem Schritt wird man ein Tapp. Könnte das etwas mit unserem Kumpel zu tun haben? Möglich. Sehen wir uns diesen Ort genauer an. Ah ja. Ja, wieder. Sind welche. Da stimmt was nicht. Wir haben Fußabdrücke, aber ich spüre nichts. Was glaubst du, wohin sie führen? Finden wir es raus. Oh, die hören hier irgendwie auf. Ah, hier. Oh, das Auge. Das ist ja auch wieder schön. So, euch kann ich gerade nicht gebrauchen. Mal ab nach oben. Ja. Da drüben. Wieder runter oder wie? Ja. Eine Art Eingang. Meinst du, da kann man einfach reingehen? Müssen wir. Folge dem Tapper. Los. Na dann, let's go. Oh. Geh ich hinein? Jawohl, ich bin durchgesprungen. Ja, gut, einen Moment bitte. Kacke, wie komme ich denn da wieder hoch? Oh, jetzt ist es weg. Das ist jetzt aber blöd. Durchspringen zählt also nicht. Lol. Yeah.
So, jetzt nochmal. Ah, muss L2 drücken zum Betreten, natürlich. Und da sind wir, völlig orientierungslos in was auch immer das ist. Labyrinth ist das richtige Wort. Wo müssen wir lang? Der Tapper scheint weitergegangen zu sein. Schätze, wir müssen gleich. Scheiß Geister. Ich schätze mal darüber. Also wo ist er jetzt hingetappt? Die Wand hoch. Cool. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, Aufzug. Ob dieser Aufzug noch funktioniert? Willst du hoffen? Da hinten. Oh je. Das gefällt mir aber nicht. Über diese Plattform gehen. Oh shit. Das könnte ja witzig werden. Moment. Ich speichere mal lieber. Nee, gar nicht speichern. Cool. Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Ja. Kein Tango rufen. Das geht von hier nicht. Verdammt. Wir müssen aber hochfahren. Ah. Ja, mach den Fahrstuhl einfach kaputt. Let's go. Diesmal bitte ohne runterfallen. Verliere schon runter. Nein! Oh, ich hab mich gerettet. So. Okay. Wartet mal schon mal. Ah, geschafft. Oh, das ist so Spiegel. Oh Gott. Das ist ja unangenehm. Ach, nicht du auch noch.
Das wird ja mal wilder hier. Oh oh, kommt jetzt der Kampf. Sind wir überhaupt noch im Einkaufszentrum? Ah. Dieser Junge sieht wie eine Hülle aus. Der Tapper muss was mit ihm zu tun haben. Wir müssen die Verderbnis reinigen, bevor wir weiter können. Das Köken. Sie sind verschmolzen? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Du bist also der Tapper, hm? Ja, so haben die mich genannt. Ich wollte nur meinen Körper zurück, ganz ehrlich. Ich habe lange nach ihm gesucht, seit er in dieses große Loch gezogen wurde. Und als ich ihn dann gefunden habe, konnte ich nicht an ihn ran. Geht mir auch so. Bin selbst per Anhalter unterwegs. Hm. Das ist blöd. Ich hoffe, du kannst auch in deinen Körper zurück. Danke für eure Hilfe. Mal wieder geiles Level-Design. Und wir verschwinden wieder zurück. Machen wir dieses Loch jetzt zu. Bam. Boah. Hey, weißt du, wenn ich über diesen Jungen nachdenke, dieser Riss hätte auch mich reinziehen können. Ja, ist ja nett von dir, dass du mich nicht allein gelassen hast. Deine Sorge um mich ist rührend. Ah, ich dachte, du wärst eine Katze, lol. So, wo kommen wir hier jetzt eigentlich wieder raus? Essen nehmen wir mit. Ah, hier ist der Toritor. Okay. Genau, als nächstes können wir, glaube ich, dann Richtung Hauptmission gehen. Aber vorher würde ich erstmal speichern. Und mal kurz 5 Minuten mal Pause machen und mal kurz hier lüften. Weil, oh, ist super warm wieder hier. Die PS5 heizt so krass diesen Raum ein. Das ist so unglaublich. Und ja, deswegen werde ich mal ganz kurz 5 Minuten das Fenster aufmachen. Hoffen, dass das ein bisschen runterkühlt. Und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal, ob wir irgendwo Öl und dieses andere Zeug da kriegen für unser Motorrad. Bis gleich. So, bin wieder zurück. Kat hat gerade auch überlegt, übrigens danke fürs Folgen, 21DS. Kat hat gerade überlegt, hey, könnt ihr einfach das Fenster offen lassen, während ich gerade so ein bisschen lüfte und dann einfach weiterspielen, aber schwierig, wenn draußen die ganze Zeit ein Hund bellt. Stört mich ja so an sich nicht, aber eine Aufnahme oder so für Twitch ist vielleicht doof. Dann hört der Hund auf zu bellen, dann ist so eine lautstarke Krähe am Rumkrästen die ganze Zeit, dann wieder der Hund am bellen. Ich denke mir so, was unterhalten sie die sich denn da gegenseitig? Dann sind beide leise und fängt irgendwo ein Kind an rumzuquengeln und rumzuschreien. Ja, ist geil, im Innenhof zu leben. Oh Mann, ey. Deswegen versuche ich eigentlich auch immer die Fenster zuzulassen während ich streame, aber mit der PS5, die heizt so ein, ey, das ist so warm hier drin. Und nimmt einem gefühlt auch die ganze Luft weg. So. Jetzt werden wir mal weiterspielen. Ich hoffe, ich überlebe noch ein bisschen hier drin mit der PS5. Es ist so übel. Ich hatte jetzt auch, wollte jetzt vor ein paar Tagen, Witcher gespielt auf der PS4. Die wird nicht annähernd so warm wie die PS5. Das ist echt ein Problem. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die halt mehr leistet, die PS5. Also, man erkennt ja schon einen Unterschied so. Deswegen schon den Regenschirm hier mit. So zwischen Witcher, der schon ein paar Jahre alt ist, und dem Spiel hier jetzt, aber oh, es ist schon übel, wie warm die wird. Vor allem, wenn es generell schon sehr warm ist, so in der Wohnung, durch die Hitze draußen.
Macht das nicht viel besser. So, ich schau mal kurz. Müssen wir Pfeile oder irgendwie sowas nachkaufen? Ja, ein paar. Gut. Und der Futter haben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, reicht, glaube ich, auch erstmal. Guti. War was Gutes dabei? Denke schon. Da ist immer was Gutes dabei. Olli! Na? Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. So, dann lauf mal los. Nice. Noch mehr Geld, danke, Hundi. Oh, der Umzug ist wieder da. Ah, lol. Ja, war auch schon lange nicht mehr gesehen. Da kommt er gerade. Genau da muss ich nämlich gerade auch lang. Toll. Ich geh mal auf die Seite da hinten. Ihr kommt gerade ungünstig. Mann. Aber ist schon cool. Cool gemacht. Obwohl, hinter mir ist auch irgendwas versteckt. Obwohl. Hier. Und was können wir hier finden? Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken. Vielleicht oben. Hanafuta, ein japanisches Kartenspiel. Auf den Karten sind Tier- und Pflanzenmotive abgebildet. Ja, why not, wenn wir schon hier sind. Ja, dachte ich mir. Ach, wir hätten auch einfach einen Tengu rufen können. Ich höre ihn auch. Hätten wir uns bestimmt auch einfach hochziehen können. Da ist der Tori. Ist hier irgendwo ein Kartenspiel? Ah, hier. Nice. Was ist das? Die sehen ja hübsch aus. Ein möglicher Grund für diese Motive liegt im harten Vorgehen der damaligen Behörden gegen Glücksspiele mit Karten, auf denen Zahlen abgebildet waren. Karten mit künstlerischen Motiven gewannen an Beliebtheit. Ja gut, man denkt sich immer was Neues aus, ne? So. Da würde ich gerne noch zur Katze rüber. Ist da irgendwo unten? Jetzt müssten die Leute hier auch vorbeigezogen sein. Na, was hast du für mich im Angebot? Eine Menge Aufgaben. Hey, einsame hat schon gefunden. Shop. Musik nehmen wir mit. Nochmal Musik. Neue Outfits. Oh, ich glaube ungefähr das T-Shirt, nur in Schwarz statt in Rot, glaube ich, bei EMP gesehen und überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Mag ich vielleicht auch noch. Das sieht irgendwie cool aus. So. Cool. Haben wir mal wieder neues Zeug, was wir suchen können. Was gibt's hier noch? Ein abgenutztes Stofftier, das etwas Unheilvolles ausstrahlt, als ob es den Groll seines ehemaligen Besitzers beherbergt. Da hab ich ja richtig Bock drauf, da zu suchen. Oh je. Wird wahrscheinlich auch irgendwo hier oben sein, wa? Oh,
Eine Statue. Nice. Yay. 17. Alles klar. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Aber wer weiß, wo die Puppe ist. Wahrscheinlich eher da, das sieht eher aus wie so ein Wohnblock. Könnte überall sein. Das ist vielleicht schon wieder zu weit außerhalb. Sieht ja auch cool aus da oben. Fancy. Oh, nicht runterfallen. Vielleicht. Ja. Das wird nix. Für die Distanz bräuchte ich auch einen Tengel. Warum geht denn das nicht? Was so unfair. Ah. Geht doch. Ah, keine Puppe in Sicht. Was ist das denn da? Ach, Motorrad, oh mein Gott. Was noch was zu essen? Oh, das da hinten sieht aus wie eine Puppe. Wo war die jetzt? Da. Ha, versteckt. Ein Teddy. Was das wohl ist? Hab ich dich. Das ist wirklich gruselig. Oh mein Gott. Manche Leute glauben, dass Stofftiere und andere Gegenstände, mit denen Menschen sich umgeben, die emotionale Energie ihrer Besitzer wie ein Schwamm aufsaugen können. Je wichtiger ein Stofftier seinen Besitzer ist und je mehr er damit spricht, desto tiefer werden seine Gefühle in dem Stofftier verankert. Aus diesem Grund werfen manche Japaner Dinge wie Stofftiere nicht einfach in den Müll, wenn sie alt sind. Stattdessen bringt man sie zu einem Tempel, wo sie in einer besonderen Zeremonie geehrt werden. Manche Tempel bieten sogar Einäscherungen für Puppen und Stofftiere. Cool. So. Das könnte ja lustig werden, da oben. Ah ja. Um euch kümmere ich mich vielleicht direkt. Oh Mist. Völlig ohne Deckung. Na. So. Also unten ist ja auch was los. Ach komm, nehmen wir den Baum auch direkt noch mit. Zurück. Oh nein! Oh, was ist das? Muss unsere Geister erst abgeben.
Innenrohr, ein traditioneller tragbarer Behälter für Medizin und andere Gegenstände. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Map gucken. Okay, wir müssen nochmal zurück. Warum sind denn die Telefone jetzt so weit weg? Ach Mann. So, hier. Da unten. Vielleicht sollten wir doch noch mehr Cappuccinos kaufen. Retter! 123.000. Ja, genau so nutzt man meine Kraft. Cool. Gut, dann... Ach komm, gehen wir mal zu Katze, können wir was abgeben. Ah, das Innenrohr. Nice. Gut, dann... müssen wir noch mal nach oben. Zack. So, jetzt aber. Ich glaube, das hätte den Sterblichen verborgen bleiben sollen. Das ist sehr geil. Die Unterwelt ist nah. Wenn wir drin sind, kommen wir nicht so einfach wieder raus. Bist du soweit? Noch nicht. Alles klar. Mach dich bereit, bevor wir reingehen. Okay, das scheint aber der Ernstes zu sein. Kann ich auch von der anderen Seite reingucken? Ja, wie cool. Dann sieht man tatsächlich auch die andere Seite. Hatte ich das, dass das jetzt länger dauert? Ich spiele schon 5,5 Stunden, mal lieber noch eine Kleinigkeit eher. Können wir mal hier reingehen zu der Autoausstellung. Mal lieber das erst. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wie cool. So, yay, alle abgegeben. Und im Shop können wir auch noch Sachen kaufen. Machen wir auch mal eben. Cargo Shorts. So. Gut. Gehen wir einmal mal hier rüber. Ja. So, ich habe alles. So, markiere ich das mal. 50 Meter. Andere Richtung. Vom Untergrund? Darauf, dass du von der Ausstellung weißt? Keine Ahnung. Erinnere mich, da stand ja ein dicker Mann. Ich meine, das Sportauto da hinten, da waren wir auch schon drauf. Bitte bleiben Sie stehen. Perfekt. Oh, scheiße. Haben ihn nicht ganz. Den kann ich mich noch erinnern. Jetzt weiß ich's. Mein Sohn war in das Auto vernarrt. Ich wette, das Turbinenrad aus dem passt.
Turbinenrad. Ja? Ah, du hast deine Familie bisher mit keiner Silbe erwähnt. Da gibt es ja auch nicht viel zu erzählen. Jetzt erzähl schon. Ich erzähl dir auch was über mich. Später, vielleicht. Na gut, schade. Aber hey, diesmal wurden wir nicht in die Unterwelt gezogen, mussten erstmal noch gegen irgendwelche Viecher kämpfen. So, dann hätten wir das Turbinenrad schon mal. Ah ja, natürlich. Ach, kommt her. Au. Du wirst hier gar nichts, aua. Verdammt. Hallo? Jetzt. Bam. Au. Was ist denn hier los, Mensch? So, du auch noch, ja. Au! Oh, den hab ich gar nicht gesehen da oben. So. Reicht ja jetzt auch. Er muss wieder seine Ansprache machen, natürlich. So. Ich glaube, jetzt können wir nur noch da hochgehen, ne? Zum Turi. Oder wir gehen mal zu den Katzen und geben unsere Sachen ab. So, es sind leider nur zwei Sachen. So. Da. Oh Gott, wir können ja gefühlt jede Katze gerade abklappern. So, eins auch nur. Nein, können wir hier wenigstens noch was kaufen. So, auf zur nächsten Katze. Oh, hier ist noch eine Statue. Können wir auch nochmal mitnehmen. Ja, gehen wir mal darüber. Toll, jetzt können wir hier nicht rüber. So, jetzt aber. Ist aber auch im letzten Eck hier. Yay, 46. Sehr schön. So, direkt zur nächsten Katze. Dann machen wir ein bisschen Katzenaufträge hier. Wenigstens zwei. Shop haben wir nichts weiter. Cool. Gott. Kannst du echt jeder Katze gehen? Ja, oben haben wir auch noch so viel was finden können, ey. Meine Güte.
Hier unten ist auch noch eine. Hey, hier sogar beide. Nice. Okay, Case aufzeichnen. Aus irgendeinem Grund scheint sie unter Yokäse blieb zu sein. Muss das jetzt mal kaufen und wissen, was das ist. Aufzeichnung. Können wir uns dann, glaube ich, wieder angucken, anhören oder durchlesen oder so? Die Tutorial nicht. Hier. Für gewöhnlich geben wir Kopien meiner Aufzeichnung nach Abschluss eines Auftrags an die Klienten weiter. Diese Aufzeichnungen machen scheinbar gerade die Runde und es scheint, als würde sich die Existenz unserer Gruppe langsam herumsprechen. Ich bezweifle allerdings, dass jemand das alles zu ernst nimmt. Jetzt mal ehrlich, wer würde unsere schrägen Geschichten schon Glauben schenken? Ich sollte eines Besseren belehrt werden. War zum Beispiel diese Sache mit dem Kult des flatternden Tuchs. Es geht dabei um, es mag echt komisch klingen, ein flatterndes Tuch, das sich an Gebäuden hochschwingt und durch die Luft segelt. Ein paar Spinner konnten es einfangen und jetzt beten sie das verfluchte Ding natürlich an. Keine Ahnung, was in den Köpfen der Leute heutzutage vorgeht. Das ist ganz sicher kein mystisches Stück Stoff, sondern ein Yokai, ein Ethan Momen. Wer auch immer einem dieser Mistviecher begegnet, sollte besser nicht vor ihm auf die Knie fallen, sondern lieber die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Ein Ethermoment verheißt nichts Gutes. Hm. Gut, so schlimm waren sie zu uns zumindest noch nicht. Gott sei Dank. Okay. Der schwarze Turm. Könnten da Turi hier hinten noch machen? Weil ich glaube, für die Hauptmission habe ich heute echt nicht mehr so viel Lust. Oder was heißt Lust? Schon. Ich würde es mir schon gerne angucken, aber mir ist viel zu warm hier. deswegen würde ich gerade lieber nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Entweder tausende Sachen finden, wie man hier sieht. Oder wir machen den Turm da hinten. Ah komm, machen wir mal den Turm. Können wir da noch ein Stück freischalten. Und noch mehr aufdecken, was wir finden können. Yeah.